Sie sagt, sie kann nichts dafür. Im Stiegenhaus der Gestank macht sie krank. Sie sagt, es riecht nach Urin. Die Männer pinkeln dahin und den Krampf da in ihrem Schoß wird sie nicht los. Sie rennt jeden Tag 10-mal ins Bad, reibt sich ab, dreht das Wasser auf 60 Grad. Sie sagt, dass sie immer noch spürt, wie er sie berührt. Sie will überhaupt niemand sehen, nur unsere Schwester darf zu ihr gehen. Und Mutter seufzt vor der Tür, Kind, so red doch mit mir. Draußen redet sich Vater in Wut, wenn er den Kerl erwischt, er weiß nicht, was er tut. Dann holt er sich noch ein Bier und schaut nur mehr still. Keiner weiß, was wirklich war. Der Arzt sagt, es ist keine Gefahr. Er kritzelt was auf seinen Block. Es war nur ein Schock.